Hallo und einen guten Morgen zu unserem Wetterupdate am Freitag. Ja, unwetterträchtige und turbulente Stunden liegen hinter uns. Einiges ist passiert, aber die gute Nachricht vorweg, zumindest Stand jetzt heute um 8 Uhr, gab es wohl keine Personenschäden. Die Wetterwarnungen haben also gefruchtet. Das ist die gute Nachricht. Ansonsten ist natürlich viel passiert, allen voran Kassel. Da gab es Riesenhagel von 5 Zentimetern Größe. Das hat natürlich für einige Schäden gesorgt. Sonst gab es im Westerwald und Hunsrück auch ein paar umgestürzte Bäume. Auch wenn der Wind nicht das größte Thema war, es gab zwar mal eine Orkanböe, zum Beispiel auf dem Brocken. Ansonsten gab es diese zum Glück im Flachland nicht. Beim Regen dafür umso mehr, gerade in der Mitte, im Westen und auch noch im Norden, wo es aktuell weiter schüttet. Spitzenreiter bei den stündlichen Niederschlägen ist zum Beispiel Jülich mit 47 Liter pro Quadratmeter. Kein Wunder, also dass es jetzt lokale Überflutungen gab, denn auch an vielen anderen Stationen kamen innerhalb von einer Stunde 30 oder 40 Liter vom Himmel. Es gab Einschränkungen im Zugverkehr. Auch aktuell sind Teile der A7 gesperrt. Also wir haben auch jetzt am Vormittag noch mit den Auswirkungen der Unwetter zu kämpfen. Tagsüber ziehen diese kräftigen Regenfälle jetzt so langsam weiter nach Osten, aber gerade so im Großraum Hannover, Sachsen-Anhalt, da kommt noch mal einiges zusammen. In 6 Stunden auch noch mal 20, 30 Liter pro Quadratmeter. Zum Nachmittag und Abend zieht das Ganze weiter ostwärts unter Abschwächung. Richtung Lausitz sind auch noch einzelne kräftige Gewitter unterwegs. Ansonsten wird es dann vor allem gegen Abend immer ruhiger und dann können wir uns auf ein ruhiges Sommerwochenende freuen. Da gibt es viel Sonnenschein und noch ganz wenige Schauer. Die Temperaturen steigen wieder an am Sonntag bis zu 33 Grad. Ja, und mehr Infos auch noch zu den Unwettern, das findet ihr natürlich auf wetter.com.